Moin Leute, herzlich willkommen bei der Kitebuddy Akademie. Ich bin Dorian und heute sprechen wir über den Neoprenanzug. Ich habe mehrere Systeme mitgebracht für euch, um euch die Unterschiede einfach mal aufzuzeigen. Zunächst einmal ist es einfach so, Neoprenanzüge gibt es in verschiedenen Stärken. Es gibt 6 mm dicke Anzüge, die gehen immer in 1 mm Schritten, werden die immer dünner bis zu 1 mm oder 2 mm für den Sommer. Deswegen lasst euch nicht beeindrucken von den Jungs, die im Winter auf dem Wasser sind. Das sind nicht besonders harte Jungs. Die haben einfach nur einen ganz, ganz fetten Neoprenanzug. Ergänzen diesen noch durch Zubehörteile wie zum Beispiel Neoprenschuhe und Neoprenhandschuhe. Also ist überhaupt nichts Besonderes. Mit dem richtigen Anzug wird euch nie kalt sein. Dann ist es so, wenn ihr euch einen Neoprenanzug genauer anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass sie aus verschiedenen Neoprenmaterialien bestehen. Und zwar haben wir einmal den Bereich, der mit Glatthautneopren beschichtet ist. Das ist hier bei guten Anzügen in der Regel im Brust- und im Rückenbereich. Und der restliche Bereich besteht aus kaschiertem Neoprenmaterial. Diesen findet ihr halt in den Bereichen, die sehr beweglich sein müssen, im Bereich der Schultern, der Knie und der Beine. Kaschiertes Material kennt man häufig aus dem Tauchen. Es hat den Vorteil, dass es sehr widerstandsfähig gegenüber Beschädigungen ist, und da ihr mit dem Surfbrett im Wasser unterwegs seid, habt ihr sehr scharfe Finnen und diese können Neoprenanzüge sehr leicht beschädigen, und da ist halt kaschiertes Neopren widerstandsfähiger als Glatthautneopren. Dann wird unterschieden zwischen zwei verschiedenen Systemen an Reißverschlüssen. Es gibt sogenannte Backzipper, die haben den Reißverschluss im Rückenbereich, und es gibt sogenannte Frontzipper, die sind im vorderen Bereich, im Bereich der Brust. Wie sollte man sich entscheiden, wenn man sich einen Neoprenanzug holt? Also, Backzipper wurden halt in den letzten Jahren immer weniger auf dem Wasser. Das hängt damit zusammen, weil halt über den Rückenbereich das Wasser eindringen kann, und es ist halt einfach unangenehm. Deswegen wechseln sehr viele Leute auf sogenannte Frontzipper. Die Verteilung ist ungefähr 70-80% der Kitezipper haben heutzutage Frontzipper-Anzüge. Von außen sehen Neoprenanzüge immer ziemlich gleich aus, aber die Qualität und die Unterscheidung werdet ihr erst feststellen, wenn ihr einen Neoprenanzug auf links drehen könnt. Ich mache das mal so ganz stumpf hier. Und zwar könnt ihr hier sehen, im Brustbereich ist das Ganze mit einem Fell beschichtet, was euch zusätzlich wärmt. Und an den Stellen, wo solche Neos empfindlich sind, gibt es solche Verklebestellen. Und auch die Nähte sind an verschiedenen Stellen nochmal mit Flüssigneopren verklebt. So, wir haben jetzt schon über das kalte Wetter gesprochen. An sehr warmen Tagen gibt es sogenannte Shorties. Da braucht ihr euch nicht abschwitzen in einem Neoprenanzug. Hier habe ich mal mein Shorty mitgebracht, auch ein Frontzipper. Ihr erkennt den Unterschied. Die Ärmel sind kurz, die Beine sind kurz. Und so könnt ihr natürlich auch bei warmem Wetter den richtigen Anzug tragen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, euch die Unterschiede zu erklären und auch zu erklären, worauf ihr achten müsst bei einem Neoprenanzug. Ich wünsche euch viel Spaß auf dem Wasser und schöne Tage. Macht's gut!